Es steht viel auf dem Spiel für Niklas Dettke aus Weißenburg. Also da ist jetzt wirklich volle Konzentration. Alles ausschalten um einen rum und nur fixieren auf das, was man jetzt gerade macht. Denn mit diesem Werk will er beweisen, was er kann. Es soll ein Teil seines Meisterstücks für die Prüfung zum Drechslermeister werden. Die Räuchereiche ist relativ hart und schwer. Und da muss man aufpassen, dass uns da nicht der Spreisel zu viel weghaut. Und da sein Abgabetermin schon im Januar ist, sollte jetzt besser nichts mehr schiefgehen. Um nur ja nicht in Stress zu geraten, hat er bereits im Frühling mit den Entwürfen begonnen. Der Anspruch war natürlich, ein Sideboard zu entwickeln, wo keine Ecken und Kanten hat. Ich als Drechsler möchte jetzt hier eben Rundungen mit drinnen haben und bin dann so auf die Form eben kommen, das ganze Ding geschwungen zu konstruieren und an der Wand dann aufzuhängen. Auf der linken Seite möchte ich einen Korpus machen, wo man dann Schlüssel etc., was man so in der Hosentasche hat, reinlegt. Und auf der rechten Seite wollte ich so offenes Fach gestalten für Zeitschriften etc. Ein ziemlich kühner Plan. Gesehen habe ich es eigentlich noch nicht. Bin auch gespannt, wie es wird. Er hat schon eine Idee, wie er das Ganze konstruieren will. Denn obwohl er erst 22 ist, hat er als Drechsler schon so einiges geschaffen. Da geht's in meine Wohngalerie. Ich habe jetzt da ein bisschen Zeug aufgebaut, das ich über die Jahre her angefertigt habe. Also so Fahrtengedrechseltes, das habe ich mit 15 Jahren mal gemacht. War ich auf einer Ausstellung und durfte das vorführen. Fahrtengedrechselt deswegen, weil es halt so dünn gedreht ist. Und das Unglaubliche ist, trotz Ring, was da drinnen ist, also den kriegt man nicht raus, ist das ein Stück. Also nichts verleimt. Und also wirklich ein Ast kann man sich vorstellen. Genauso wie den Stern, der was über 5 verschiedene Achsen gedreht worden ist. Und den kriegt man auch nicht raus. Also der ist im Holz gefangen. Und es ist schon handwerklich ein bisschen qualifizierte Arbeit, weil eben das ganze Ding langsam runtergedreht werden muss. Das Holz das Vibrieren anfangen kann. Also da ist es dann auch so, wenn man einmal niesen muss, dann hat man 2 von den Dingen. Das sind jetzt Vasen aus Birke. Die sind nass gedreht, das heißt im noch nicht trockenen Zustand, wenn der Baum geschlagen ist. Und hier sieht man dann, durchs Trocknen hat ja das ganze Holz Spannung und verzieht sich dann entweder oval oder krümmt sich. Wie man hier sieht, da habe ich dann keinen Einfluss mehr drauf. Das geht aber nur, wenn die Wandstärke dünn genug ist, dass das Holz auch wirklich arbeiten kann. Und da sieht man dann auch zum Beispiel hier, also das ist wirklich, sind 2 mm. Das ist mein Sessel aus Zirbenholz. Und das ist jetzt so aufgebaut, dass es eben segmentverleimt ist, dass ich jetzt nicht so einen großen Baumstamm auf meine Maschine heben musste, sondern einzelne Ringe. Und da habe ich natürlich auch Mods-Materialersparnis. Das Ganze besteht jetzt aus Zirbenholz. Das ist eigentlich mein Lieblingsholz, welchem Duft von den ätherischen Öle. Sein Meisterstück will er aber aus anderen Hölzern machen. Ich habe mir jetzt für mein Meisterstück überlegt, 2 verschiedene Holzarten herzunehmen. Einmal die normale Spessart-Eiche und einmal eine Räuchereiche. Die ist mit Ammoniak behandelt, dass die eben so durchgefärbt ist. Und da habe ich dann eben gesagt, ich nehme das als Kontrast her. Das sollte dann farblich gut harmonieren. Das Tolle auch im Drechslerbereich ist, dass wir eine vielfältige Auswahl an Hölzern haben. Wir können eigentlich auf die Drehbank auch so Zapfen aufspannen, die wir aus Australien kriegen. Dann Geweih zum Beispiel. Ich habe meine Kette damals als kleines Kind mit 10, 11 Jahren, habe ich mich selber gedreht.
die Kugeln, die kriege ich jetzt gar nicht mehr runter, weil mitgewachsen ist und ich habe keinen Verschluss hingemacht dazu mal. Das ist einfach klasse. Für sein Sideboard muss er erst einmal lauter kleine Segmente zuschneiden. Sie sollen später die S-Kurven des Regals bilden. Die Arbeit an der Kreissäge ist für Niklas reine Routine. Schließlich hat er letztes Jahr bereits seinen Schreinermeister gemacht. Auch da hatte er sich für sein Meisterstück etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Ein Sideboard furniert mit Schiefer. Geschwungene Formen gibt es auch hier schon. Anfang 2020 hat er dann diese große Werkstatt gepachtet und sich als Schreiner selbstständig gemacht. Für ihn war das ein ganz natürlicher Schritt. Ich habe ja früher die Drechslerei eigentlich als Hobby gemacht und bin dann auf die Weihnachtsmärkte. Und bei uns in der Gegend wurde ich dann eigentlich schon bekannt. Und dann war halt immer die Frage, können wir Tische und Betten auch haben? Es war Hauptgrund, dass ich weiß, die Kundschaft steht hinter mir. Ich fange nicht komplett von Null an. Es ist natürlich immer schon heikel, aus den jungen Jahren sowas zu bewältigen. Aber es ist mein Traum und ich stehe da Samstag, Sonntag auch dahinter. Etwa um solch maßgefertigte Türen aus massiver Eiche zu schreinern. Und wenn Not am Mann ist, packt auch Niklas Vater Thomas schon mal mit an. Als nächstes müssen die vielen Segmente zu Kreisen verleimt werden. Schaust du mal, ob wir Risse drinnen haben, die sortieren wir aus. Weil das kann uns dann später beim Drechseln auseinanderbrechen. Da haben wir zum Beispiel jetzt wieder einen Riss drinnen. Das ist natürlich tödlich, wenn uns das auf der Drehbank auseinanderreißt. Das kann man überhaupt nicht brauchen. Spannend ist es schon, ja, aber das schafft er schon. Bin mir zuversichtlich. Natürlich ist man als Vater dann schon stolz, wenn der Sohn da so vorangeht und sich nicht beirren lässt und seinen Weg geht. Also von dem her muss man schon sagen, ja, Hut ab auch. Thomas selbst arbeitet als Projektleiter für die Autoindustrie. Von ihm hat Niklas die Leidenschaft fürs Holz also nicht geerbt. Mein Vater wiederum, der ist Schreiner. Und von dem, glaube ich, hat er ein bisschen was mitbekommen. Er hat ja auch schon mit 2 Jahren war er schon in der Werkstatt von meinem Vater gestanden und hat rumexperimentiert. Der Leim ist getrocknet. Ein wichtiger Abschnitt ist geschafft. So, die ganzen Ringe werden jetzt miteinander verleimt. Und die Trommel wird dann dieses C, wo man da in der Zeichnung sieht, das ist unser Endprodukt fürs Meisterstückle. Der nächste Arbeitsschritt. Niklas muss die Kanten der Zylinder glatt drechseln. Der heikelste von ihnen, der aus der spröden, geräucherten Eiche, ist schon aufgebockt. Wenn jetzt was passiert würde, wenn ich mich verdrehe, was absplittert, dann sind ungefähr jetzt einmal 60 Stunden kaputt, umsonst. Plus Material ungefähr, ich habe jetzt für die Rolle hier einen knappen Tausender Materialkosten gehabt. Also, es darf einfach nichts passieren. Die langen Kringel zeigen, es scheint gut zu gehen. Eine Woche später, er hat's geschafft. Alle 3 Zylinder sind glatt. Als nächstes muss er sie auf seiner Kreissäge aufsägen. Das behagt ihm gar nicht. Das Problem ist jetzt, ich muss das ja so hochkant auftrennen, hier den Schnitt durchmachen. Und das darf mir nicht wegrollen auf der Säge. Ja, keine Ahnung, wie wir es machen am gescheitsten. Doch dann die Idee, eine Hilfskonstruktion, damit die Zylinder nicht wegrutschen. Das klappt. Und dennoch, die Anspannung bleibt. Jawohl. Glück gehabt. Alles funktioniert. Einwandfrei. Schritt für Schritt nimmt das Meisterstück jetzt Form an.
Jetzt wird es bloß noch verschraubt und wird an die Wand gehängt. Toll geworden. Doch, bin zufrieden. Hat was, schaut klasse aus. Super. Er hat es geschafft. Ein geschwungenes Regal. Chapeau, Drechslermeister Niklas Detke.